Ja, herzlich willkommen zurück hier zu unserem Napoleon Total War Let's Play mit dem Kaiserreich Österreich. Unsere lieben Habsburger Truppen müssen sich jetzt beweisen gegen zwei russische Armeen, die allerdings überwiegend leichte Kavallerie, ein bisschen Artillerie und Milizen und auch Infanterie beinhalten, während wir das erste Mal unsere Haubitzen einsetzen können, und zwar gleich 4 Stück davon, sowie reichlich Linieninfanterie und auch Leichtinfanterie und Grenadiere. Angeführt werden wir von einem 5-Sterne-General, also da bin ich doch recht zuversichtlich. Die Feinde möglichst vollständig zu vernichten, wäre natürlich nicht schlecht. Danach möchte ich direkt auf die Walachei, auf Bukarest marschieren, um Rumänien dann doch noch zu befreien. Und diese Armee hier, die wir jetzt anführen, soll im Idealfall direkt weiter marschieren Richtung Moldawien und dann auch Richtung Wolinien, was ja noch für uns zu erobern ist. Parallel dazu müssen wir ja noch Schlesien erobern und wir sind eigentlich im Prinzip schon in der Endphase des Spiels. Wir haben, glaube ich, schon 21 Provinzen oder so insgesamt besetzt und ich glaube 6 von 8 Siegprovinzen. Also wir stehen ganz gut da. So, da hinten stehen die bösen Russen und wir haben hier einen ollen Hügel. Das ist natürlich doof. Nee, ist perfekt. Für unsere Form der Artillerie ist das perfekt. Kann die doch schon das erreichen, oder? Ja, das könnte sie. So, und die anderen Truppen. Das sind 6 Fünder, die brauchen wir eigentlich nicht. Oder wenn, dann können wir sie vielleicht hier noch einsetzen. Zusammen mit unseren Jägern. Die zweiten Jäger kommen hier hin. Und die möchte ich ehrlich gesagt auch gerne hier hin setzen. Und der General geht mal hier hin. Ja gut, dann kann es auch schon losgehen. Infanterie haben wir wieder nicht. Die Truppen kommen... Oh, von der Seite. Das ist ungünstig. Aber ein Regen aus Granaten. Oh, er gießt sich über unsere Feinde. Und ich muss mal fix unsere Truppen ein bisschen umstellen. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Oh je, das wird natürlich nichts. Ja, so Dinger reinprömpeln, das wäre gut. Ja, sehr schön. Und jetzt zurückziehen. Vielleicht rauschen die Feinde ja direkt. Tada! Und da rauschen gleich 2 komplette Einheiten rein. Und hier haben wir unsere gute Infanterie. Unsere Männer fliehen, Sir. Gut, unsere fliehen. Aber die Feinde haben auch mehr als nur ein bisschen Einheiten verloren. Und die ersten Russen fliehen auch schon. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Die haben ja richtig Truppen schon verloren hier. Donnerwetter. Ja. So, die schwenken jetzt mal ein. Hier wird kräftig geschossen. Unsere Grenzer sind schon mal dabei. Ihr geht mal ins Karree. Da kommen nämlich nochmal feindliche Husaren.
Und jetzt müsst ihr auch geschossen werden. Jawohl. Opel-Chemie gegen deutsche Füsiliere. Deutsche Grenadiere. Motivieren. Motivieren meine Grenadiere. Ja, die haben ab. Und dann können wir jetzt unsere ungarischen Höhen. Unsere ungarischen Einheiten mal in den Nahkampf schicken. Auch unsere deutschen Grenadiere mal. Nachdem sie allerdings die russischen Musketiere abgeworfen haben mit Granaten. Und rein da! Hört sich ja super an hier. Unsere Truppen hole ich auch mal nach. Nochmal Granaten werfen. Ja, wir müssen aufpassen, dass unsere eigenen Truppen nicht abschießen hier. Geh mal darauf lieber. Die können ausnahmsweise mal im Liniengefecht hier stehen. Russischen Milizen fliehen. Unsere Männer fliehen, Sir. Unsere Jäger schießen auch noch mal einmal rein, denke ich. Ja, dann sollten sie jetzt auch gleich mal. So. Vorsicht, kosakische Kavallerie. Schnell ins Karree. Diese Infanterie muss ich auch verschieben, wo wir haben schon ziemlich viele Leute verloren, muss ich sagen. Wir können nochmal hier mit schießen. Nein, könnt ihr nicht, warte mal. So. Kadetschen können unsere Haubitzen nämlich auch einsetzen. Da rein, genau. Oh ja. Sehr schön. Jo. Und hier gibt es auch jetzt Linienfeuer. Unsere Jäger platzieren sich auch um, weil die Opel-Chemie, also die russischen Milizen, doch nochmal wiederkommen. Da hinten ist ganz knapp. Die ersten Truppen, also unsere ersten Haubitzen, haben schon Erfahrungspunkte gesammelt.